Ja, da bin ich wieder. Hallo, hallo. Also, heute habe ich ja was gefunden. Das ist ja toll. Das kriege ich ganz alleine hier hin, weil ich das in der Zeitung drin liegen habe. Und wenn ich das da drin liegen habe, dann muss ich das ja auch schnell machen, weil da steht ja immer drauf, dass man nicht, also dass man nicht warten soll, weil sonst ist das alles vorbei. Dann ist das weg. Und ich kriege hier 19% Geschenk, die Mehrwertsteuer Geschenk. Und dann nochmal 10% extra, wenn ich was Neues kaufe. Na, logisch kaufe ich was Neues. Ich gehe doch nicht ins Geschäft und kaufe alle Klamotten. Und dann kriege ich auch nochmal 6% Sofortskonto. Also, habt ihr jetzt gesehen, ne? 19% Mehrwertsteuer Geschenk, 10% extra. Und 6% Sofortskonto. Also, naja, das kann jetzt nicht so schnell rechnen, aber das ist was. Und zwar, wenn ich Küchen und Möbel kaufe, hier in Kassel, beim Wohntraumerfüller. Das ist, und dann gibt es dann noch ganz viel, alles noch zum halben Preis. Aber das kriege ich dann nicht mit den Prozenten dann mehr so hin. Also halbe Preise gibt es bei 17 Küchen, 31 Polstergarnituren, 17 TV-Sessel, 11 Einzelbetten, 13 Schlafzimmer, 23 Anbauwände und 32 Tischgruppen und Speisezimmer. Und naja, da sieht man ja alles zum Mitnehmen. Und ja, und weil da unten da steht, solange der Vorrat reicht, also da muss ich ja ganz schnell hin. Also da muss ich dann wieder Bus fahren. Deswegen bin ich jetzt so ganz eilig. Ja, und da muss ich mal gucken, dass ich das hinkriege, damit ich dieses Schnäppchen hier noch mitnehmen kann. Ja, weil dann habe ich ja schon wieder ganz viel gespart. Ich meine, gut, eine Küche brauche ich jetzt nicht gerade. Die haben wir gerade schon. Aber wenn ich mir da so ein paar Schränkchen davon kaufe, die kann ich mir ja hinstellen. Vielleicht brauchen die ja meine schlauen Jungs, die studieren nämlich jetzt. Und wenn die studieren, dann brauchen die ja auch eine Küche. All das muss man ja haben, ne? Und ja, halber Preis. Ja, ein TV-Sessel könnte ich dann noch mitnehmen für die Jungs. Dann hat jeder, weil die sollen ja noch schlauer werden, dann können die sich hinsetzen in ihrer Küche. Und die haben da zwar noch keinen Tisch oder Stuhl oder sowas, aber die haben dann schon diesen billigen zur Hälfte Preis TV-Sessel. Dann können die sich hinsetzen und können dann quasi noch schlauer werden, weil sie dann ja Fernsehen gucken können. Und wenn man die Mädchen da so durchguckt, dann wird man ja echt ganz schön helle in der Birne noch mehr. Also dann braun, dann sind die ja noch mehr wie studiert. Ja, habe ich euch das eigentlich schon erzählt, dass der Fresenius Maria, also der hat mich jetzt enttäuscht und der andere Junge ja auch, ne? Also ich weiß gar nicht, der Eberhard Maria genauso, der Fresenius Maria, nur der studiert jetzt Nanostrukturwissenschaften. Das ist sowas, was so klein ist, noch kleiner wie klein. Also das siehst du mit der Lupe nicht mehr. Und wie man sowas studieren kann. Also wenn man so kleine Sachen nur hat, da kann man doch nicht viel studieren. Da studierst du drei, vier Mal so, ein paar Sätze sagst du dir so in den Kopf drin. Und dann bist du ja schon fertig, weil es ist ja nichts Großes, was du da studierst. Der studiert ja nur die ganz kleinen Sachen. Ja, also da habe ich auch zu ihm gesagt, also Maria Fresenius oder Fresenius Maria, er will immer richtig genannt werden, aber ich sage immer lieber Maria, gefällt mir besser. Dann sage ich immer, Mensch, das geht doch nicht. Also du hast dir das blödeste Studium ausgesucht, was es gibt. Da kannst du nur so ein paar Sachen und Zahlen auswendig lernen und dann ist dieses Nano-Ding da schon voll. Da kann man doch nichts mehr dann studieren, das ist doch zu wenig. Du musst doch dann schon ja, so Weltall studieren oder so. Da hat man ja dann auch viele Sätze zu studieren und Zeichen und was da in der Welt so alles drin ist. Also das wäre dann schon ein großes Studium. Ja, aber der sagt mir immer, das wäre ein gutes Studium. Ja, der kann ja dann noch mal was anderes studieren vielleicht.
Ja, und der Eberhard Maria, also zu dem sage ich auch gerne eigentlich lieber Maria Eberhard, aber ja, das ist uns so hinterhergekommen, dass andersrum schöner wäre, aber ist ja egal jetzt. Wir sagen trotzdem Maria oder Eberhard oder Fresenius, was so uns in den Kopf kommt. Ja, wenn der Eberhard Maria, wenn der dann studiert jetzt hier so in Kassel, ne, dann fährt der ja auch mal Bus und Bahn, so, oder jetzt manchmal auch Auto mitten. Dann machen die das so zusammen. Aber die müssen nicht übers Grenzgebiet, die fahren ja nach Kassel rein. Das ist ja noch hier bei uns alles. Alles hier bei uns. Also das ist schon ganz schön groß, das Hessen. Ja, und Nordhessen ist ja auch besonders groß, weil wir haben ja ganz viel Wald hier. Und Vulkane mit Wald und Seen mit Wald und auch Baggerseen mit Wald und so. Also wir haben ganz viel Wald hier. Oh, das ist Nordhessen, da haben wir gute Luft hier. Also das ist schon was Tolles, wenn man hier studieren kann und nicht über die Grenze muss und so. Und dann auch hier, habt ihr ja gesehen in Kassel, dann auch noch so Schnäppchen in Kassel machen kann. Also die, wenn die da dann wohnen, dann muss ich da gar nicht erst mit dem Bus hin eiern, dann können die sich das selber alles besäuen. Aber jetzt ist ja erstmal so, dass sie studieren und dann den Fernsehsessel kriegen und die Küche ein paar Möbel kriegen, die ich dann hier so nicht mehr unterstellen kann. Ja, weil, wie gesagt, ich habe ja eine Küche. Aber das Schnäppchen, also das muss man einfach mitnehmen. Das hat mir ja einen Haufen gespart dann. Ja, und wenn ich das, also, ach so, ich habe ja noch gar nicht gesagt. Also Eberhard, der studiert ja Informatik. Das ist ja auch so was Verrücktes, so was, so neumodischer Kram. Da kann man doch nichts mit werden. Informatik, da kann ich ja ans Fenster mich hängen, da habe ich die Informatik, da brauche ich doch nicht studieren für. Oder ich mache einen Fernseher an und dann gucke ich da diese ganzen Schoffs und dann, wenn ich die Schoffs gucke, dann da kommen da immer auch Leute, die einem was erzählen. Oder wenn ich dann da 24 gucke, also auf 24, die sind ja auch doof. Wie kann man dann einen Film 24 nennen? Sollen das sein? 24. Ach nee, jetzt fällt's mir ein, das sind wahrscheinlich auch Hessen. So wie wir beim Mädchen sagen, s Andrea, so sagen die 24, weil ist ja neutrum. Die sind ja beim Mädchen immer ganz neutrum, normal oder auch neutral. Das heißt das wahrscheinlich, die neutrale 24 oder so. Damit man weiß, ah ja, die kommen aus Hessen, dann kann man das besser zuordnen, wisst ihr? Naja, jedenfalls, wenn ich das angucke, da habe ich doch Informatik genug. Das muss ich doch dann nicht auch noch studieren. Also, da können die Lehrer mir 100-mal erzählen, was ich für kluge Kinder habe. Und dass ich mir das mal vorstellen soll, was die alles werden können, wenn ich mich ein bisschen anstrenge. Also anstrenge meinen die wahrscheinlich, also denen helfe, so fahren und so. Ja, Busfahren habe ich denen ja gelernt und so. Ja, mein Oller, da wollte ich auch nochmal drüber sprechen. Also, der hatte ja gesagt, ich sollte nicht sagen, wie er heißt. Deswegen, ja, ich habe dann gesagt, dass er Manfred Andreas heißt. Das ist nicht so ganz richtig. Eigentlich heißt er ja Günther. Aber der will es ja nicht, dass ich das sage. Und wenn ich dann sage, der heißt Günther, dann ist das immer so, ja, Günther, toll. Jetzt hat sie es gesagt und dann ist er böse. Das will ich ja auch nicht. Der soll ja lustig sein. Wir haben übrigens heute Hochzeitstag. Ja, lustig sein, das wollten wir. Ach so, lustig. Ja, jetzt bin ich lustig, hä? Ich war jetzt nach Kassel und mache hier mal den Schnäppchenpreis hier, klar. Also deswegen muss ich jetzt schnell machen. Ich muss los. Ja, dann mache ich die Schnäppchen. Vielleicht erzähle ich euch ja davon. Und dann stellen wir das alles mal schon mal hier unten im Keller. Der ist zwar voll, na, vielleicht noch auf dem Boden oder so, weil ja, der Keller ist ja auch schon voll mit Büchern und allem so. Und ich habe dann schon mal ein paar Bücher gekauft, wenn die dann nochmal was anderes studieren. Das gab's auch alles im Schnäppchen und so, Sonderangebote und so.
damit die dann richtig schlau nochmal werden nach ihrem komischen Studius. Also wenn die dann fertig sind mit den Studios, dann sind die ja schon fertig und haben so kurz was Informatik und einstudiert und so und mit den Nanostrukturen ganz schnell drin im Kopf und dann können die ja weiter studieren. Und dafür habe ich dann die ganzen Bücher auch schon im Schnäppchen gemacht. Im Schnäppchenmarkt für 1 Euro gab es die. Also da habe ich dann so Sachen gefunden, wie wo die Schmetterlinge herkommen und ja, und wie man mal so diese ganzen Eiergerichte und so, wie man das macht. Und ja, und da kann man ja dann mal studieren, so die Gastwirtschaft oder so. Weil das finde ich nämlich, Wirtschaft finde ich wirklich gutes Fach. Und das ist immer, eine Wirtschaft ist immer offen. Also ja, da kann man immer was verdienen. Ich meine, das sind ja auch schlaue Leute, die können kochen, die haben Wirtschaft studiert. Ja, so ein bisschen Informatik und Nanostruktur ist da ja auch mit drin. So, die informieren sich echt auch immer und machen auch mal sowas, so ganz kleine Sachen, so die man so kaum auf dem Teller sieht. Und sind dann so schlau und machen da so richtig dolle Karten und drucken. Eigentlich sind die auch noch Drucker, die drucken dann Karten und so. Ja, und Koch habe ich ja schon gesagt. Also das sind ganz, also Wirtschaft würde ich auch nochmal studieren, wenn ich Zeit habe. Aber ich habe ja keine Zeit. Ich muss ja jetzt wieder sehen, dass ich die Karten alle richtig kriege und so, dass ich gucken kann, wo ich durchfahre. Und ja, und da muss ich ja dann auch noch mit dem Bus dann überhaupt erstmal bis nach Kassel rüberrammeln. Und wenn ich dann da drüben bin, dann muss ich mal sehen, dass ich dann irgendjemanden organisiere, der mir das dann hierher fährt. Manchmal gibt es ein Schnäppchen, da kann man dann ein bisschen was bezahlen und dann kriegt man das auch noch geliefert. Mal gucken, vielleicht mache ich das. Weil jetzt haben ja meine Kinder noch keine Zimmer in Kassel. Jetzt sind die ja noch bei mir hier, weil die ja auch schlau sind. Bei der Mutter schmeckt es eben am besten. Ja, dann mache ich jetzt mal hier aus. Und hole mal die Schnäppchen, diese ganzen Möbel hierher. Obwohl, wenn ich die herhole, mein Olla wird dann wieder böse. Naja, dann ist ja eigentlich auch nicht schlimm, dass ich euch erzählt habe, dass der Günther heißt, ne? Ich meine, jetzt ist er ja sowieso böse, wenn ich die ganzen Möbel hier wieder heranschleife. Und naja, dann kann ich auch sagen, dass er Günther heißt. Und dass er gar nicht Manfred Andreas heißt. Manfred ist nämlich ein ganz anderer. Der gehört zu Maritta. Aber ist ja egal. Ja, dann ist er eben einmal böse und gut. Dann machen wir einmal mehr das Mezzomix-Spiel. Jo, mal gucken. Wenn was bei rauskommt, müssen wir uns ja wieder was einfallen lassen. Aber Maria soll es da nicht mehr sein. Also, da bin ich jetzt ab von. Weil, ich habe mir überlegt, bin ja nicht katholisch. Vielleicht soll ich dann doch nochmal einen anderen Namen nehmen, so Luther oder so. Bin ja evangelisch. Oder irgendwas fällt mir dann schon ein. Ja, dann mache ich mal Schluss und hole mir mal die Schnäppchen. Und Wiedersehen sage ich euch jetzt auch. Und wie gesagt, denkt dran, immer, immer teilen, teilen, teilen. Und immer wieder, jo, okay schreiben. Okay, okay, also das ist ein Daumen da, den müsst ihr anklicken, ne, für gut, gefällt mir. Weil sonst komme ich ja nicht ins Fernsehen. Der Carla hat ja gesagt, es müssen ganz viele Leute sein, die mich anklickern. Und bevor wir so eine Klickerbande sind, dass ich ins Fernsehen komme, müsst ihr echt mal euch ein bisschen anstrengen. Und wenn ihr wollt und ich dann reich bin, dann habe ich ja die Bude hier voll mit den Schnäppchen, dann könnt ihr auch ein bisschen was abhaben davon. Also so bin ich ja nun nicht. Ich raffe nicht, echt nicht. Also, ich gebe dann auch ab von dem ganzen Zeug, was ich hier stehen habe. Ja, und so ein paar Plastikflaschen habe ich auch noch. Ich habe zu viel bestellt jetzt wegen diesen Fliegen da, den Läusen auf den Blumen. Also, ein paar Flaschen könnt ihr dann auch noch haben, so Plastikflaschen da zum Sprühen, ne? Ja, gut, dann bis demnächst. Tschüss, 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 tschüss.